guten morgen liebe traderinnen und trader heute und hier zurück morgenlich in unserer marktbesprechung gestern ja zeitlich äh, nicht möglich gewesen weil wir auf der world of trading einige vorträge hatten und ich hier morgens auch die moderation gemacht habe. Ja, war ein guter tag viele viele zuschauer gehabt danke auch äh, an all diejenigen die hier aus unserer community auch dabei waren und ein herzliches willkommen an all diejenigen, ja, die sich gestern gesagt haben, Mensch, das gefällt mir, das schauen wir uns doch gleich mal an. Hier gehen in die morgendlichen Besprechungen auch mit rein. Das freut mich wirklich sehr, dass das auch Stück für Stück wächst und alle die hier neu dabei sind, eine kurze Information. Diese morgendlichen Briefings sozusagen nutzen wir hier, um die Märkte zu scannen, um zu schauen, wo interessante Handelsideen da sind und natürlich, um Ihnen auch die Möglichkeit zu geben, den ein oder anderen Wunschmarkt analysieren zu lassen. Das heißt, hier nutzen Sie gerne die Chats auf Facebook oder auch auf Zoom um hier die ein oder andere Frage zu stellen. Ich sehe auch schon, die Morgengrüße kommen rein. Das freut mich sehr. Von der Seite her weiß ich, dass die Streams entsprechend auch durchlaufen. Ja, und da würde ich sagen, machen wir hier los. Wir schauen. Heute auf die Indizes. Das hatte ich gestern auch avisiert. Wir haben es nicht ganz geschafft, eine breite Menge an Indizes zu machen. Da war zu viel Plauderei in meinem letzten Vortrag auch drin äh, für das Thema, was für den Jahresausblick auch in Frage kommt. Aber wir sehen es hier im Hintergrund. Wir schauen heute natürlich auf den DAX, auf NASDAQ, gerne auch auf den DAO und schauen das Ganze mal unter der Frage an, geht die Woche mit Abverkäufen weiter. Dazu noch die Handelsideen im Neuseeland-Dollar, US-Dollar, sehr interessante Verortung dort mit Blick auf den großen Wochenchart. Australdollar, Schweizer, Franken habe ich auf der Agenda und das Währungspaar Euro japanischer Yen. Das das was wir heute hier miteinander besprechen und wie schon gesagt, gerne auch den ein oder anderen Wunschmarkt. dazu einfach rein in die Chats und dann läuft das ganze los, bevor wir hier in die Charts bzw. die Nachrichten reingehen, möchte ich Sie bitten, hier den Risikohinweis in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin der kann zu Verlusten führen und damit schauen wir mal das Thema der Nachrichten durch, das heißt, was ist heute an wichtigen Nachrichten zu erwarten. Da sehen wir nicht viel. Letzte Woche, Freitag, war deutlich mehr los. Ne? Wenn wir es mal sehen, wir bekommen aus den USA den Erzeugerpreisindex für den Monat äh, Oktober. Äh, das ist etwas Wichtiges und etwas auch sehr Wichtiges. Und zwar, wir bekommen von der Uni Michigan die Konsumentenerwartungen äh, und das, Verbrauchervertrauen. Und damit wissen wir ja, das sind wichtige, wichtige Pfeiler für die US-Wirtschaft. Da schaut man hin. Und wenn wir mal schauen bei den Konsumentenerwartungen, da ist die aktuelle Prognose ein kleiner Rückgang, bei dem Verbrauchervertrauen ein kleiner Anstieg. Ja? Aber im Vergleich zum Vormonat alles recht eng aneinander. Bin gespannt, wie die Zahlen hier ausfallen. Das könnte durchaus Bewegung in den Indizes bringen, äh, was wir hier haben. Und dann natürlich, Freitags ist wieder COP-Reporting. Das heißt, wir bekommen heute Abend um 21.30 Uhr noch die Daten für diejenigen, die das interessiert, was hier die Big Boys in den Futures gemacht haben an dieser Stelle. So, ich sehe gerade auch die ersten Fragen flattern hier rein. Äh, klar, Silber, schauen wir uns an. Nehme ich nachher mit auf die Uhr. Gut, also das war. Die Nachrichtenvorschau für heute, aber das ist noch nicht zu Ende mit den Nachrichten. Wir wollen natürlich schauen, was ist diese Woche denn passiert? Warum schauen wir auf die Dinge, die passiert sind, damit wir auch vieles bei den Indizes, bei den Währungen und den Rohstoffen vielleicht ein bisschen noch einschätzen können im Nachgang, was aus Nachrichten geworden ist. Deswegen schauen wir es uns an. Gleich am Montag gab es ziemlich schlechte Nachrichten für Deutschland. Und zwar haben wir hier die ZEW-Konjunkturerwartungen bekommen. Da hatten wir im letzten Monat eine Zahl von 77,4. Die Prognose hat mit dem Rückgang gerechnet. Auf 73, aber dass wir auf 56,1 fallen, damit hat keine gerechnet. Das ist ein relativ schlechtes ähm, Ergebnis zum Thema Konjunkturerwartungen. Da sieht es doch relativ düster aus. Ähm, ich vermute mal, das wird sich im November wieder ändern. Das ist jetzt ja die Umfrage vom Oktober gewesen. Warum wird sich das ändern? Thema Impfstoff. Dieser Impfstoff, die Wahrscheinlichkeit, dass wir relativ kurz vor einem wirklich funktionierenden Impfstoff stehen, die ist sehr hoch. Und wenn wir diesen tatsächlich bekommen, dann bin ich mir relativ sicher, werden die Konjunkturerwartungen in eine ganz, ganz andere Richtung gehen, weil mit so einem Impfstoff kann man deutlich besser planen und dann kann man im Endeffekt auch deutlich besser merken, was eine Wirtschaftsbelebung wieder äh, in die Gänge bringt. Und wir hatten das Ganze ja schon mal dieses Jahr nach der ersten Welle. Hat man schon gesehen, dass die Wirtschaft auch wieder in Schwung kommen kann? Ich weiß, wir sind da meilenweit von dem entfernt, was mal vor Covid-19 ist, aber die Unternehmenslenker haben es ja schon gemerkt. Wenn äh, die, die, sag ich mal, Konjunktur bzw. die Nachfrage nach den Produkten auch aus dem Ausland wieder ein bisschen ansteigt, zieht das Ganze alles nach oben. Und diese Hoffnung hat man da gehabt und da wurden die Berichte auch wieder besser, diese Konjunkturerwartungen und die aktuelle Lage. Und ich denke mal, das wird sich da bessern. Das ist jetzt von mir eine reine Spekulation, also meine eigene Meinung in diesem Bereich. Wir werden sehen, was die nächsten Zahlen bringen. Wir müssen da einfach ein bisschen geduldig warten. Aber das ist das, was wir hier entsprechend gesehen haben. Verbraucherpreise in den USA, na gut, das war jetzt keine große Überraschung. Da kommt nicht wirklich viel in Bewegung. Ähm, Prognose wurde getroffen, 0,2. Aber das verharrt auf extrem niedrigem Niveau. Dann hatten wir den Erzeugerpreisindex für den September aus den USA. Der ist leicht angestiegen von 0,3 auf 0,4. Aber auch das ist nicht wirklich was. Wo jetzt hier die EZB bzw. die FED eingreifen muss und sagt: Oh ja, jetzt haben wir hier Inflationsdruck, da müssen wir gleich mal was an der Zinsschraube machen. Meilenweit, das ist ein Thema, das steht jetzt auf alle Fälle noch längst nicht auf der Agenda. Donnerstag gab es schöne ähm, Nachrichten vom Fidifed-Herstellungsindex, ähm, der ist gestiegen. Wir waren im letzten Monat bei 15, Prognose hat 14 erwartet, tatsächlich waren es 32,3, äh, 32 das ist von Vorteil. Lagerbestände, da gab es eine ziemlich starke Abweichung zu dem, was wir bei den API-Beständen gesehen hatten. Ich schaue noch mal kurz rüber. Die API-Bestände hatten wir am Mittwoch bekommen. Jetzt muss ich bloß mal ganz kurz schauen. Das ist die letzte Woche. Moment, ich muss mal ganz kurz rübergehen hier an dieser Stelle. Ähm, da hatten wir einen deutlichen Rückgang äh, und in den Rohöllagerbeständen haben wir einen deutlichen Zuwachs gehabt. Äh, beziehungsweise, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, doch hier, das ist diese Woche, genau die Rohöllagerbestände hier, auch ein deutlicher Rückgang. Das schlägt so ein bisschen ins Kontor. Ähm, und Öl weiterhin ziemlich wackelig an dieser Stelle. Ja, also das muss man einfach mal sehen, ähm, wie das Ganze hier ist. Ich sehe gerade an diesem Punkt, bin ich jetzt ein bisschen verwirrt, deswegen gucke ich so komisch. Ähm, ich habe nämlich hier die Rohöllagerbestände vom... Donnerstag, also gestern sind die ja gekommen, äh, ein Zuwachs von 4,278 Millionen Barrel. Ähm, hier steht ein Minus. Also hier stimmt was mit den Zahlen nicht, ja unterschiedliche Daten, weil ich hatte nämlich den starken Rückgang definitiv noch mit im Blick. Ähm, von der Seite her müssen wir schauen, äh, wie sich das mit dem Öl weiterentwickelt, weil Öl ist momentan echt unter Feuer. Da gibt es die wirtschaftlichen Einflüsse, da gibt es die Einflüsse vom US-Dollar, äh, der die Rohstoffe natürlich auch beeinflusst. Also das ist momentan relativ tricky zu sehen, gut für aktive Trader, das hatten wir hier schon ein paar Mal besprochen, aber die Lagerdaten, die Zahlen, die wir hier momentan haben, die sind äh, ja nicht ganz so interessant oder beziehungsweise interessant ist das Ganze. Schon. Ähm, wenn man das man sieht, ich hole mal ganz kurz hier. Die Daten mit rüber an dieser Stelle. Das heißt, wenn wir uns das mal kurz anschauen wollen, hier ähm, das Ergebnis mal kurz sehen, hier an dieser Stelle, ähm, das ist das, worauf es drauf ankommt. Und wenn wir uns das jetzt mal hier anschauen, äh, wie sich das Ganze entwickelt, das sehen wir hier, zack, der Anstieg. Ne? Wir hatten im, beim letzten Reporting einen deutlichen Rückgang, jetzt plötzlich wieder einen doch sehr spürbaren Anstieg. Also da ist noch, sage ich mal, viel, viel Bewegungsmöglichkeit drin äh, in diese Richtung und das muss man definitiv mit auf der Uhr haben und das ist das, was wir hier gesehen haben. Blicken wir auf die kommende Woche äh, bei den Nachrichten. Wir bekommen einige Daten aus Großbritannien. Nein, das ist für die. Äh, jetzt muss ich mal kurz schauen. Das war am 10. November, was wir hier gehabt haben. Und zwar hatten wir hier die Durchschnittseinkommen inklusive Bonuszahlen und die Arbeitslosenänderungen in Großbritannien. Gerade bei letzteren, die Arbeitslosen, war eine gute Nachricht, denn hier war ein Rückgang. Man hat mit einem Zuwachs von 50.000 gerechnet, es war aber ein Rückgang von 29,8. Das ist sehr, sehr, sehr positiv. Die Konjunkturerwartungen, tja. 39, das hatten wir besprochen. Ne? Ähm, Lagarde hat gesprochen. Am ähm, Donnerstag, den 12. November, haben wir äh, hier entsprechend das BIP bekommen. Aus Großbritannien auch das sehr, sehr positiv entsprechend ähm, ausgefallen. Wir kamen hier äh, für das dritte Quartal von minus 19,8 im Vorquartal auf plus 15,5. Also Irgendwas passiert da gerade in Großbritannien. Also das so ein bisschen der kleine Blick in das, was diese Woche an Nachrichten gelaufen ist. Ähm, und dann äh, würde ich sagen, schauen wir jetzt einfach noch mal ganz kurz drauf, was wir in der nächsten Woche an Nachrichten bekommen. Ich muss mal ganz kurz schauen. Wir haben für die nächste Woche genau 13. 14. So, da müssen wir mal kurz rüberholen. Das machen wir jetzt mal live hier. Wie die Nachrichten ausschauen. Irgendwas hat in meiner Präsentation hier nicht geklappt. Das hängt. Wir schauen uns einfach mal die Nachrichten für die kommende Woche an. Moment, das lese ich jetzt einfach mal hier von meiner Vorschau für die nächste Woche ab, was wir nächste Woche bekommen. Ähm, ein paar Sachen sind es da. Es ist nicht ganz so viel, aber wir bekommen äh, am Montag aus Japan äh, Daten zum Bruttoinlandsprodukt. Das äh, wird uns sehr, sehr wichtig sein. Äh, China bringt die Industrieproduktion. Ähm, das Ganze, wie schon gesagt, alles am Montag. Am Dienstag gibt es die Einzelhandelsumsätze aus den USA. Einzelhandel ist wichtig, das wissen wir. Der leidet auch massiv unter dem Thema der Corona. Da werden sehr, sehr interessante Infos kommen. Die Analysten, ich sehe gerade hier, die erwarten einen Rückgang. Wenn der Einzelhandel weiter schrumpft, ist das eher ungünstig zu sehen. Also ähm, da sieht man mal, wie wichtig die Stützen für die Wirtschaft auch in den USA sind und dass der Wahlkampf diese ganzen Stützungsprogramme jetzt so massiv zurückwirft, das ist tatsächlich nicht gut für die US-Wirtschaft. Also ich hoffe, dass es da irgendwann eine vernünftige Regelung gibt, dass die Wahl irgendwann auch ordentlich vorbei ist und dass man sich dann an den Tisch setzen kann und vernünftig ja, die wirtschaftlichen Dinge wieder planen kann und dass auch die FED entsprechend zu den Dingen übergehen kann, die sie hier an dieser Stelle ähm, schon avisiert hatte. Die FED hat ja nichts gemacht wegen dem Wahlausgang. Die wollten da nicht eingreifen. Mittwoch bekommen wir ein paar Verbraucherpreisinformationen aus Großbritannien. Ähm, Einzelhandelsumsätze gibt es aus Kanada, Verbraucherpreise ebenfalls. Die Baugenehmigung aus den USA bekommen wir und dann natürlich wieder die Rohöl- Lagerbestände. Und am Donnerstag gibt es äh, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Den philly fed herstellungsindex auch das ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Da wissen wir ja, da schaut die FED auch sehr, sehr stark drauf, wie sich das Ganze entwickelt. Die ähm, Verkäufe bestehender Häuser stehen nächste Woche ebenfalls auf der Agenda. Auch das ein sehr, sehr wichtiger Wirtschaftspunkt in den USA. Und da haben wir ja auch durch diese niedrigen Zinsen auch einen relativ guten ähm, Run in diese Richtung gehabt. Das haben wir ja auch im letzten Beachbook gesehen. Also da bleibt es wirklich sehr, sehr interessant. Interessant an dieser Stelle. Das mal der kleine Blick in die Nachrichten für die kommende Woche. Tja, und damit würde ich sagen, machen wir hier weiter jo, mit dem Thema der Charts. Und damit blicken wir rein. Ich hatte es gesagt, zunächst erstmal in die Währungsseite rein. Neuseeland-Dollar, US-Dollar, Austral-Dollar, Schweizer-Franken, Euro, japanischer Yen. Gerne auch noch den ein oder anderen Wunschmarkt. Und natürlich den ersten Wunschmarkt haben wir schon auf Silber. Das nehmen wir dann hier. An dieser Stelle gleich mit rein und dann rutschen wir rüber zu den Indizes und schauen mal nach, was hier an dieser Stelle momentan passiert. Zunächst allerdings ähm, der Blick hier äh, in die Situation an den Währungsmärkten. Neuseeland-Dollar, US-Dollar haben wir hier. Den schauen wir uns jetzt mal kurz im Großen an. Hier mit Blick in die Woche. Wir haben es gesehen, das Währungspaar an sich sehr, sehr stark dynamisch nach oben gelaufen. Hier schöne Aufwärtstrend zu sehen. Ich mache gerade mal äh, den Film bzw. das Video hier noch groß oder den, den Chart noch groß für die Videoaufzeichnung. Und dann haben wir hier den Blick in die Woche. Und es ist tatsächlich sehr, sehr interessant ähm, hier an dieser Stelle. Was man hier sieht, und zwar, Moment, kurzes Augenblick, das Zeichentool ist das trendige Verhalten. Das heißt, wir sind hier schon schön nach oben gelaufen. Hier der Markt hat gerade auch in dieser Phase angefangen, schön nach oben zu trenden und das Ganze dann schön fortgesetzt hier, als sich das dann beruhigt hat, oben rein hier schön den Aufwärtstrend nach oben hin mitzunehmen ja schön rausgelaufen und jetzt sind wir halt mit dem Wochenhoch an diesen Widerstand reingelaufen. Wo kommt der her, weswegen ist der so wichtig und was ist jetzt hier in diesem Falle auch so interessant zu sehen, was passiert. Wir sehen nämlich hier, schaut euch das mal an, das hier war sozusagen der Verlauf des ganz, ganz großen Trends an dieser Stelle hier. Das war's. Ne? Und wir sind hier über dieses wichtige Level hier oben drauf gelau drüber gelaufen. Deswegen habe ich das, ähm, was wir hier in dem Bereich um die Marke von 0,67,8 gehabt haben, mal mit diesen Rechtecken markiert. Das sind wichtige Drehbereiche. Ne? Hier hat der Markt überlegt, wie es weitergehen soll. Hier ist er unten drunter dran gelaufen, abgeprallt. Hier ist er in die Nähe gelaufen, abgeprallt. Und hier sind wir dann tatsächlich drüber gegangen. Und das ähm, war eine sehr, sehr wichtige Sache, weil wir wir sehen hier, der Markt ist auch drüber getrendet und zwar ganz ordentlich. Jetzt sind wir hier oben rangelaufen in dieses Widerstandsniveau und gehen erstmal nach unten. Das heißt, das sieht doch ziemlich stark nach Korrektur momentan aus und gerade mit Blick auf das große Bild der Woche. Ja, das schauen wir uns mit Absicht hier auch mal an, weil die Handelsideen hier, die ich geben möchte, sind sowohl interessant für das Kurzfristige als auch für den möglichen mittelfristigen Fortgang des Ganzen, das zu betrachten, denn Nummer 1, wenn wir eine Korrektur bekommen, sehen wir hier im Wochenchart schon mal, wenn wir eine ordentliche Korrektur-Ausdehnung bekommen, kann die durchaus hier unten in das Tief dieser W-Formation reinlaufen. Der Supportbereich dort um die Marke von 0651, das ist das eine, das ist das. Der Weg sozusagen für die korrektive Phase. Das zweite, was wir an dieser Stelle haben, ist aber auch der Blick nach oben, weil den sollten wir ja auch sehen, denn ähm, wir sind ja nun mal schon inzwischen über dieses Zwischenhoch rausgelaufen und haben auf Wochenbasis das große Bild wirklich auch gedreht. So, wenn wir jetzt über diesen Stand hier oben drüber laufen, das heißt, wenn wir dann aus der Korrektur, die ja jetzt augenscheinlich beginnt, wieder rumdrehen und nach oben laufen, das wäre dann interessant, schafft es der Markt nämlich tatsächlich hier über die 0,6940 äh, drüber, dann haben wir auf der Oberseite schöne Anlaufpunkte, nämlich hier haben wir ein paar Zwischenhochs. Und die haben wir tatsächlich da liegen und die können wir uns auch anschauen, weil die sind tatsächlich relevant, denn an diesen Marken ähm, ja, ist oft Bewegung drin. Das heißt, diese werden oft auch vom Markt genutzt, äh, um sozusagen Käufe, beziehungsweise in diesem Moment hier die Positionsauflösung in Gang zu bringen. Und da warten halt Kauforders an diesen Stellen. Und da hätten wir hier die 0706. Und die 074 als Marker mal auf der Oberseite. Also da ist durchaus auch Potenzial zur Oberseite da, wenn, ja, vorausgesetzt, wenn der Markt das spielt im großen Bild. Da müssen wir jetzt natürlich drauf warten. Die Wahrscheinlichkeiten sehen momentan allerdings eher in Richtung Korrektur aus. Und deswegen schauen wir uns jetzt einmal die Korrektur an. Damit müssen wir eine kleinere Zeiteinheit wählen, also nicht die Woche, sondern hier den Tag. Und da sehen wir im Tag sehr, sehr schön, was hier entsprechend los ist. Und was hier los ist, sehen wir, wir laufen momentan oben in die Korrektur. Gestern gab es das Umkehrsignal an dieser Stelle hier oben. Das war diese Abverkaufskerze unter dem Widerstand. Und die hat jetzt natürlich Potenzial nach unten reinzulaufen. Und wenn wir jetzt mal schauen. Im Sinne dieses Aufwärtstrends, also wir haben ja hier diverses Ineinanderfließen an dieser Stelle. Ne? Wartet mal kurz einen Augenblick hier ähm, den Zeitrahmen. Also hier, schaut mal, das hier ist die größere Aufwärtsrichtung, die wir hier drin haben. Ne? Steigende Tiefs. Steigende Hochs sehen wir sehr, sehr schön. Das sind ganz klassische äh, Korrekturen sozusagen, beziehungsweise das sind klassische Bewegungen und Korrekturen, die dazu führen, dass wir steigende Hochs und steigende Tiefs haben. Das ist mal das eine. Das andere, was wir hier an dieser Stelle haben, ist dieser Bewegungstrend, dieser Untergeordnete, den wir hier sehen. Sehr, sehr schön sehen zumindest sogar. Ähm, und zwar äh, die Tatsache hier. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Ne? Das, was hier angezeigt wird, äh, ist sozusagen von diesem MTON-Live-Signal die Trenderkennung. Das ist die erste Bewegung, die Korrektur, die Bewegung. Die nächste Korrektur war trendig nach unten. Ne? Da sieht man schön die Bewegungsarme, wie sie sich abwechseln. Und jetzt sind wir hier halt in der Situation, dass wir unten drunter laufen. Und das, was jetzt an diesem Punkt tatsächlich interessant ist, ist das, was hier passiert. Die Ausdehnung nach unten hin, wie schon gesagt, erster Anlaufpunkt wäre mal hier dieser Drehbereich, als wir drüber gegangen sind, die 0,67,80. Das ist interessant, da zu sehen, wenn es eine, eine, eine Stärke im Markt bleibt. Ja, wäre das mal ein sehr, sehr schönes, interessantes Anlauflevel. Also, wenn wir hier direkt Stärke reinbekommen, dann rechne ich relativ zeitnah mit einem Test von dieser 0,67,40 da oben. Und wenn der bestanden wird, dann äh, haben wir gute Chancen, schön oben rauszulaufen. Sollten wir allerdings eine tiefere Korrektur sehen, gibt es auch hier planbare Anlaufpunkte. Zum einen natürlich hier die Zwischentiefs dieser trendigen Aufwärtsbewegung. Da hätten wir hier die 0,66 und die 0,65,5 bzw. Beziehungsweise im größeren Bild dann. Das, was wir auf der Wochenbasis auch schon gesehen hier haben, die Marke um die 0651. Das sind die nächst tieferen. Aber vorher kommt noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn wir haben ja hier noch ein Ausbruchslevel. Ne? Wir haben hier das größere Ausbruchslevel, das hatten wir gerade besprochen. Und hier haben wir das nächste Ausbruchslevel, und zwar das ist dieses Ausbruchslevel von diesem kleineren Trend hier. Das ist der nächste Anlaufpunkt, sollte hier die 0678 nicht halten. Damit hätten wir einen deutlichen Weg nach unten. Und wenn wir einfach mal schauen, ich mache mal hier den Entrybar auch rein, dann sehen wir halt, ne? Für den großen Trend, das wäre dieser Balken hier, den nehme ich mal raus, haben wir locker Zeit, bis unten reinzulaufen. Aber wenn wir die Stärke sehen wollen, ja, wenn wir wirklich die Stärke sehen wollen, bleibt dieser Trend, den wir hier haben, also der kleinere, der bleibt bestehen. Das heißt, wir korrigieren gar nicht bis hier runter, sondern wir drehen wirklich im Optimalfall, wenn die Stärke drin bleibt, hier an einem dieser Level um und fallen gar nicht erst unter die 0,66. Das wäre wirklich der beste Bereich für das Thema der Stärke. Aber wie ich schon gesagt, je früher wir rumdrehen, Drehen, je stärker ist das Ganze zu sehen. Das mal der Blick in den Tag. Und jetzt gehe ich mal auf das, was die Daytrader interessiert, nämlich der kleinere Zeitrahmen. Und da sehen wir ganz klar, was wir hier an dieser Stelle gerade auch besprochen haben. Die Umkehr ist da. Ja, der letzte Schub nach oben, den wir hier gesehen haben. Wartet, ich zeige euch das noch mal kurz auf Tagesbasis. Auf was ich mich beziehe. Ich lege hier meine rote Linie rein. Ich beziehe mich jetzt auf diesen letzten Bewegungsarm des Aufwärtstrends. Ja, und das schauen wir uns jetzt mal in der Stunde an. Und da sehen wir dass hier. Nach oben hin ist nämlich der Trendverlauf, den wir hier haben. Und dieser Trend ist gebrochen worden, als wir hier unten drunter gelaufen sind. Das heißt, hier unter diesem Level, hier unten drunter, als wir da durchgefallen sind, grob hier um über den Daumen, die Marke von 0,68,65, das ist dann richtungsweisend gewesen, weil hier an dieser Stelle sind wir in einen Abwärtstrend gedreht. Heißt also hier, ich zeige es mal ganz kurz mit Einzeichnung, hier, da war das Hoch erste Korrektur nach unten und dann sind wir hier in den Abwärtstrend runtergelaufen und jetzt sind wir hier halt an der Stelle angekommen, wo wir die erste Entscheidung bekommen werden, ob wir tatsächlich hier Richtung 06780 fallen, also das große Level auf Tagesbasis, das große Ausbruchslevel oder ob wir das kleinere äh, auf der Stundenbasis auf der Tagesbasis, also diese Level rausbekommen, ja? Das ist jetzt die wichtige Frage. Also das heißt, an dieser Stelle, die Frage, die sich hier jetzt stellt ist Drehen wir schon hier oben aus diesem größeren, was wir schön aus der Woche sehen, oder drehen wir hier unten aus dem, was wir auf der Tagesbasis auf dem letzten Bewegungsarm hier sehen? Ne? Das ist der Tag und der letzte Schub nach oben ist halt der Bewegungsarm vom Tagestrend und das ist das, was wir uns jetzt gerade auf der Stunde angeschaut haben. Und wenn wir uns da mal die Potenziale auch anschauen wollen, sollte es weiter nach unten gehen, die swing -Lows. hier, das sind wichtige Anlaufbereiche. Hier die Marke von um die 0,68, das ist auf Tagesbasis, das hatten wir gerade gesehen. Ja, und dann kann hier unten weitergehen. Hier haben wir noch einen kleinen Drehbereich äh, um die 067,6 und dann hier, wie schon gesagt, dann haben wir schon diese 067,2, die wir da haben, die dann durchaus relevant sein kann. Und das ist jetzt wirklich sehr, sehr wichtig und interessant zu sehen. Und wenn wir an einen dieser Punkte sozusagen nicht einfach durchrutschen, sondern hier schon die Umkehrmuster sehen, dann können wir auf der Stunde auf dem Stundenchart auch schon sehen, was jetzt Anlaufmarker sind, nämlich wenn wir jetzt beispielsweise rumdrehen würden, wäre mal der erste Bereich hier oben dieses Drehlevel. Und das wären dann die 068,64, so grob in etwa. ja. Also die, die hier äh, auch neu zuschauen, bitte nicht auf die letzte Nachkommastelle ähm, eingehen. Das sind immer Bereiche, grobe Bereiche, weil wir sehen, der Markt dreht nie an einem Punkt, sondern wir sehen, dass hier geht mal drunter, dann geht er wieder in die Richtung rein. Also das sind so grobe Bereiche ne? und das sind halt die Anlaufpunkte. Wenn es nach oben geht, drüber hinaus mit B B Blick hier auf diesen kleinen Abwärtstrend, natürlich das aktuelle Zwischenhoch bei 0,68, knapp 85 und dann ja, dann stehen wir schon wieder oben am Zwischenhoch hier grob um die Marke von 0,69,15. Das ist das für die Oberseite. Wenn wir eine Umkehr auf relativ hohem Niveau bekommen. Also, das wird wirklich sehr, sehr interessant zu sehen sein. Das ist der Blick in Neuseeland, Dollar, US-Dollar. Wir machen weiter auf dem Markt und zwar Austral-Dollar, Schweizer, Franken hier auf dieser Seite. Muss ich den Chart? Hier haben wir ihn, da ist er da. Auch hier sehen wir ganz klar momentan eine Umkehr. Wir starten mal ganz kurz mit dem Blick in die Woche, denn. Wir sehen äh, in der Woche auch hier. Es gibt momentan sehr, sehr viele Charts. wartet, ich räume den mal ganz kurz auf. Im Währungsbereich die laufen relativ stark seitwärts. Ja, ähm, das ist momentan so. Das macht den Handel nicht einfacher, aber wir müssen einfach damit leben. Und die Handelssignale, die hier kommen, ähm, da müssen wir einfach damit leben, dass die innerhalb dieser, sage ich mal, seitwärts Ranges auch manchmal ähm, ja. Sozusagen nicht so schön in Trends arbeiten. Das hatten wir ja gestern auch auf der WOT, das Thema. Und was wir hier momentan halt sehen, ist, dass wir schwanken hier oben um die Marke von, naja, knapp 0,67 oben. Ja, und hier unten haben wir es gesehen, der Drehbereich hier. Ganz grob die Marke von 0649, beziehungsweise hier unten äh, diese ab, äh, sag ich mal, Fischlevel um die 064. In diesem Bereich läuft der Markt hier auf großer Basis hin und her. Und was wir hier halt auch sehen, ist diese große Außenstab auf der Wochenbasis im Australdollar-Schweizer Franken. Ne? Und der hat den Deckel halt hier oben bei 06743 äh, und unten der Drehbereich, wie schon gesagt, um die 064. Und das ist halt momentan die ganz, ganz große breite Schiebephase die wir hier haben und wir sehen momentan der Markt ist oben wieder angekommen hier in dem vorgehenden Drehbereich um die knapp 0,67 und läuft jetzt wieder runter und das ist jetzt tatsächlich interessant zu sehen was wir hier machen und zwar ähm, die große Frage die ich mir hier stelle ist wann kommt es denn dazu dass der Markt tatsächlich äh, entsprechend auch nach oben ausbricht denn hier fließt auch schon einiges zusammen das skizziere ich mal ganz kurz ähm, was ich damit meine und zwar wenn wir das im großen Bild mal sehen möchten, Moment, da muss ich mal kurz noch ein Stückchen weiter zusammenraffen hier. Wie schon gesagt, bei den, bei den Währungen ist es häufig so, dadurch, dass das ja keine, äh, sage ich mal, Assets sind, die, Wert, die Werte, wirtschaftliche Werte schaffen, äh, sondern einfach die immer nur zwischen gewissen äh, Leveln hin und her schwanken, ist sowas halt immer von großer Relevanz. Denn folgendes, wir sehen es, wir kommen hier von oben nach unten. Hier das Korrekturhoch. Hier der letzte starke Schub nach unten. Jetzt die starke Gegenbewegung. So, das ist das eine. Und das, was wir jetzt sehen hier, das Zweite, das sehe ich mal ganz kurz in Blau. Das ist eine Situation, die haben wir hier gehabt. Wir sind von hier oben unten reingelaufen, sind hier auf ein höheres, äh, also ein tieferes hochgelaufen und hier unten drunter haben wir schon leicht unten angelupft. Das heißt hier hat der Markt mal versucht, abwärts zu trenden, ist dann direkt wieder hochgelaufen. Und das ist das, was wir jetzt sehen an dieser Stelle, was interessant ist. Schon wieder oben ran gelaufen und hier oben in diesem Widerstandslevel dreht der Markt schon wieder runter. Und das ist jetzt das, was an dieser Stelle der Fokus ist, was passiert. Laufen wir tatsächlich runter, dann... Ist hier die Gefahr gegeben, dass wir deutlich tiefer reinlaufen und die nächsten Anlauflevel auf der Chartunterseite haben wir dann halt hier in diesen Bereichen, wo wir hier mal so ein bisschen gedreht haben, beziehungsweise tja, hier ist noch so ein kleineres Drehlevel auf der Wochenbasis und dann haben wir schon die Tiefs hier unten also da ist viel viel Potenzial zur Chart-Unterseite da was man haben muss und das ist jetzt das Interessante an dieser Stelle deswegen ist diese äh, Währung sozusagen heute auch auf meiner Agenda hier mal in den Tag zu schauen was hier passiert und hier sehen wir was passiert? Der Markt ist dynamisch hochgelaufen. Hier wir sehen es auch leicht trendig nach oben gelaufen. Hier oben ist er abgeprallt und das ist das, was jetzt wirklich interessant wird. Wenn es der Markt ernst meint mit dem Angriff zur Oberseite, hier Richtung 067-43, dann. Sollte es hier keine tiefere Korrektur geben, denn wir sind momentan in einem Level angekommen. Hier an dieser Stelle, ich ziehe das mal ganz kurz rüber. Das hat historisch auch eine gute Relevanz hier. Dieser Drehbereich, wo wir den Kaufbereich hatten, dieses Level, ja, haben wir hier drüben gekauft. Ich mache es mal kurz ein bisschen größer, dass man es besser sehen kann. Schaut, hier ist der untergeordnete Trend nach oben gelaufen. Jetzt sind wir hier runtergekommen in diesen Bereich rein, ja. Ich mache mal den Schwungbereich ein bisschen größer, weil wir sehen ja. Hier gab es Ausuferungen in die Korrektur rein. Das ist genau der Bereich. Da sind wir jetzt hin. Laufen wir jetzt wieder nach oben. Ja, und das ist das Interessante. Kurzfristig, das ist dann das Schöne, hier Richtung Zwischenhoch erst einmal reinzugehen. Und wenn wir das überwinden, dann haben wir eine Chance, die größeren Widerstandslevel anzulaufen. Aber wird das ein Fehl, sage ich mal, abprallt, dann ist die Unterseite interessant. Und zwar sehr, sehr deutlich und was hier an dieser Stelle interessant wird auf der Unterseite möchte ich auch kurz zeigen, aber da schauen wir uns das ganze mal auf der Basis des kleineren Trends an, das heißt, da gehen wir mal hier in die vier bzw. in den Stundenchart mit rein, müssen wir mal schauen, wo wir es schön sehen, ja, da müssen wir so ein bisschen mal schauen, in der Stunde sieht man es ein bisschen besser, aber was wir hier halt schön sehen können, ist hier das ist der schöne Trend, den wir untergeordnet sehen, der nach oben läuft hier. Steigende Hochs, steigende Tiefs. Und wir sehen halt hier, dass der Markt jetzt unter eine sehr, sehr wichtige Schiebezone drunter gelaufen ist. Nämlich hier ist er unten drunter gefallen, hier auch unter dieses Zwischentief. Wir hatten hier drüben einfach mal von der Skizierung her nochmal, schaut mal hier, Korrektur, Bewegung. Korrektur. Das war das letzte Zwischenhoch. Hier war das letzte Zwischentief. Da sind wir momentan sehr, sehr deutlich drunter gefallen. Und deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt mal noch auf Stundenbasis an. Und da sieht man, dass der Markt doch tatsächlich sehr, sehr trendig drunter gelaufen ist. Na, hier auch ordentlich mit einer guten Dynamik. Aber, und das ist jetzt das Interessante, er dreht halt hier wieder rum. Und wenn wir hier den Schwung nach oben mit reinnehmen, und das ist das, was jetzt für die kurzfristigen Trader interessant ist, schaut euch das mal an hier. Das war der Bewegungslauf nach unten, den wir hier hatten. Hier oben, das war das Trendentstehungslevel. Das heißt, diese Marke hier, das Level ist jetzt interessant für das kleinere äh, in diesem Bereich. Und das schauen wir uns jetzt mal ganz kurz noch an in der untergeordneten Zeiteinheit zu diesem Bild. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal in den 15-Minuten-Chart rein und dann sehen wir, was hier los ist. Und dann sehen wir sehr, sehr schön, dass wir hier im ja, Markt momentan über das letzte Zwischenhoch gelaufen sind, ne? Also wenn wir uns das mal anschauen wollen hier, das war der Ran nach unten sozusagen bis unten rein hier, da nach unten rauf gelaufen, hier noch mal eine Korrektur gemacht, so an dieser Stelle und dann sind wir tatsächlich hier momentan über diesem Level unterwegs und was wir halt sehen ist auch, dass der Markt im kleinen, ja, auch schon angefangen hat zu trenden. Das ist aber wirklich das sehr sehr kleine, also das ist wirklich nur der letzte Umkehrarm sozusagen, aber wir haben jetzt natürlich die Chance, in die höheren Level reinzulaufen. Und das, was wir hier sehen sozusagen, ist einfach mal der Weg. Hier Richtung dieses alten Ausbruchsbereiches, also hier, das ist das Widerstandslevel, was wir hier momentan oben liegen haben. Die Marke von knapp ähm, 0,66, und die Zwischenmarke, die wir hier haben, die sind halt jetzt interessant. Die Anlaufmarke, also hier, wo wir so ein bisschen gedreht haben, ja, wo immer wieder Verkaufsdruck reingekommen ist, das sind durchaus Preislevel, die für eine kurzfristige Gegenbewegung durchaus interessant sind und die der kurzfristige Trader auf der O mit haben kann. Also das ist ein schöner Drehbereich. Deswegen das Ganze jetzt mal hier so ein bisschen auf der Beleuchtung nach oben und nach unten. Und damit gehen wir äh, zum dritten Währungspaar auf der heutigen Agenda. Und zwar ist das Euro-Japanischer Yen an dieser Stelle hier. Der Blick in den Stundenchart. Wir sehen, der Markt trendet hier nach unten nach einer sehr, sehr starken Aufwärtsdynamik. Und was man hier sehr gut erkennen kann, ist, die Stunde ist absolut in einem Aufwärtstrend. Und deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt zuerst mal in der Stunde an, also auch ein bisschen edukativ. Wir sehen hier im Stundenbereich, dass dieses Level, was wir hier oben drinnen liegen haben, sehr, sehr interessant ist. Denn es ist ein starkes Widerstandslevel. Ne? Rangelaufen, runter, rangelaufen, runter, rangelaufen, schon wieder runter. Ja, also das müssen wir so ein bisschen auf der Uhr haben. Aber, ja, aber ähm, wir müssen auch den Tageschart auf der Uhr haben, weil an dieser Stelle, Moment, ich mache es mal kurz noch ein bisschen größer. An dieser Stelle sehen wir, was hier los ist. Ne? Also hier gibt es wirklich für die aktiven Trader äh, momentan zwei sehr, sehr interessante ähm, Szenarien, die sich hier entwickeln. Und zwar das Ganze mit Bezug auf die Gesamtchartsituation, die wir hier haben. Denn, und das ist so ein bisschen das, wo ich sage, immer schaut, was der Markt macht. Wenn wir uns das Bild mal anschauen wollen hier, sehen wir natürlich, wir sind ganz klar hier in einem Abwärtstrend verortet. Was wir aber auch sehen ist, dass dieser kleine untergeordnete Abwärtstrend, also hier laufen zwei Trendgrößen ineinander, der wurde mal mit einer sehr, sehr dynamischen Bewegung nach oben, na, oben angelupft hier. Das ist auch ein Widerstandsbereich hier oben drinnen, äh, das, den, den wir hier sehen. Ähm, und das ist jetzt interessant, weil hier an dieser Stelle... Momentan, schaut mal hier, das ist eine ja? so. Und wenn diese Flaggenformationen sich jetzt nicht noch Ewigkeiten hinziehen, dann haben wir nämlich einen Abwärtstrendkanal. Momentan ist es noch eine, eine bullische Flagge. Wenn wir hier den Schub nach oben bekommen, das wäre der Ausbruch aus diesem Ganzen und das wäre dann die Initialzündung dafür. Ähm, das ist dann das Long Setup sozusagen, was wir hier spielen können, dass der Markt rumdrehen will. Und dann haben wir sozusagen hier. Die erste initiale Bewegung, das wäre dann die bullische Korrektur. Und wenn wir jetzt direkt rübergehen und das alte Hoch rausnehmen, ist dann nämlich die Chance da, dass wir einen Aufwärtstrend bekommen. Aber aus der Verortung jetzt momentan bis hier oben reinzutreten, wenn der Ausbruch nach oben tatsächlich kommt, das ist sehr charmant und das kann man durchaus nutzen. Da muss man nicht drauf setzen, dass hier oben tatsächlich ein Aufwärtstrend entsteht. Sollte der entstehen, haben wir natürlich auch Anlaufpunkte. Und die Anlaufpunkte, die wir da haben, die sehen wir jetzt im Tageschart an dieser Stelle auch schon für die Oberseite. Sollte der Markt tatsächlich oben drüber laufen, hier, dann haben wir hier die Zwischenhochs liegen, ne? nämlich hier um die 126,46. Hier, das ist das Hoch. Und hier oben das Hoch bei 127,075. Gute Marker, wo wir sehen, es gibt tatsächlich Potenzial nach oben, noch hat sich der Markt da allerdings nicht entschieden und deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt mal noch im Stundenchart an, ja, das ist nämlich sehr, sehr wichtig zu sehen, hier laufen wir nämlich nach unten und im Stundenchart sehen wir halt auch, äh, wo ein Auffanglevel auf uns wartet und zwar das nächste größere Auffanglevel ist das, was wir hier unten haben, in diesem Bereich, ja, wir sehen es hier drüben noch, das war mal im Widerstandsbereich hier, dran gelaufen runter, dran gelaufen runter, dann sind wir aber wirklich drüber gelaufen und das ist der größere Auffangbereich, den wir hier mit Blick in den Stundenchart sehen und das ist so ganz grob das Level um die Marke von 123 japanischen Yen und das ist interessant zu sehen, was hier jetzt passiert, denn schaut mal hier an diesem Punkt haben wir tatsächlich einen ersten Versuch einer Bodenbildung und wenn dieser Versuch der Bodenbildung tatsächlich klappt hier ja Doppelboden das wäre sehr, sehr interessant, denn wir sehen halt hier an dieser Stelle jetzt die Chance nach oben zu laufen. Und da möchte ich ganz gerne nochmal hier entsprechend diese Flagge auch einzeichnen hier an dieser Stelle. Ähm, wenn wir hier tatsächlich es schaffen, jetzt auszubrechen, ja, dann haben wir keinen tief verlaufenden Markt, sondern wir haben tatsächlich die Chance hier mit einem Aufwärtstrend oben rauf zu laufen. Denn hier, erste Bewegung, höheres Tief und dann drüber das wäre interessant zu sehen und dann können wir uns nämlich nach oben orientieren und die Anlaufmarker die wir hier dann entsprechend sehen sind hier wie schon gesagt wenn wir hier über dieses Level drüber gehen über die 12450 als kleines erstes Anlauflevel hier oben um, dieser Bereich um die knapp 12470 und dann wie schon gesagt hier oben dieses Level rein da oben am hoch um die 125 09. Und wenn das gewuppt wird, ja, dann haben wir wirklich die Chance zur Oberseite reinzulaufen. Aber, und jetzt kommt das Aber, das haben wir hier an dieser Stelle auch. Und das ist immer so in diesen Drehleveln, in diesen wichtigen Leveln. Wird dieser Doppelboden, den wir hier haben, abverkauft, ja, dann ist ganz klar, dann dehnt sich das Ganze weiter nach unten ab. Dann geht der stark bullische Charakter hier ähm, auch weiter verloren. Also je tiefer die Korrektur äh, steht, je mehr muss man sich halt die Frage stellen, okay. Wie ernst meinen es die Käufer denn tatsächlich? Ja? Und wie schon gesagt, der nächstgrößere Anlaufpunkt wäre mal ganz klar hier unten dieses Level um die Marke von 123. Das ist der Blick in Euro-japanischen Yen, So, jetzt schaue ich nochmal kurz auf die Wunschmärkte rein. Facebook hat leider keine Wunschmärkte, aber wieder die Guten Morgen grüße die gebe ich an dieser Stelle auch zurück nochmal für die, die später reingekommen sind. Ähm, und dann haben wir jetzt noch auf der Uhr stehen Silber. Und. Ähm, Euro-Australdollar. Ja, ich nehme zuerst das Silber, weil Silber war die erste Frage. So, Silber. Was sagt der Seidel zum Silber? Ich bin mal offen. Gold und Silber, ähm, die machen momentan irgendwo immer wieder bullische Avancen, die sie dann wieder sehr stark abverkaufen. Ja, das ist einfach. Ja, was soll ich sagen? Es ist momentan ein ziemlich starkes Hin und Her. So. Wenn ich mir jetzt diese Situation hier anschaue, die wir momentan im Silber haben, deswegen bin ich hier mal in den 4-Stunden-Chart reingekommen. Wir haben hier an dieser Stelle diese ganz, ganz große, starke Abverkaufskerze. Ne? Das ist diese hier. So. Und wenn wir einfach sehen, mal das größere Bild uns anschauen wollen, was hier passiert ist an dieser Stelle, dann können wir sehen, dass wir hier doch von diesem Kauflevel unten um die 22,90. Schön, dynamisch in einem Aufwärtstrend nach oben gelaufen sind. Das sieht man ganz klar. Dann haben wir aber hier diesen mega brutalen Abverkauf bekommen. Und diesen mega brutalen Abverkauf haben wir bekommen mit den Meldungen um den um den, um den, Vaccine, um den Impfstoff für Covid-19. So, jetzt ist dieser starke Abverkauf gekommen. Tja, und was wir jetzt sehen. Das sieht mir momentan zumindest eher nach einer bärischen Konsolidierung aus. Warum? Ein starker Rückschnapper, der hätte viel, viel früher kommen müssen. Und wenn wir mal sehen, hier anhand dieser Kerzen, der Heiko Behrendt hat gestern auch so ein bisschen was gesagt bei seinem Scalping, was er aus den Kerzen sieht. Wir sehen hier die Kerzen, wir sehen immer wieder Verkäufe oben rein. Also das sieht mir momentan eher äh, so ein bisschen äh, nach Schwäche auf. Und wir haben hier auch kein wirklich schönes äh, Dreieck, wo man sagen kann, wir sehen hier wirklich Druck äh, von unten nach oben kommen. Das ist eher so ein, naja, nicht Fleisch, nicht Fisch. Das ist so ein, wie man hier bei uns sagt, das ist so ein ja da, 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 das, da, da, da kann man sich schwer einen Reim drauf machen. Ähm, Charttechnisch gesehen haben wir hier in dieser Situation Jetzt selbstverständlich, wenn man das mal so nimmt, ein Dreieck hier an dieser Stelle. Ne? Das haben wir da äh, und das, äh, das kann man als Chartmuster durchaus auch annehmen. Äh, bei der Zeichnung auch hier. Wenn man mal relevantere Tiefs nimmt, die wirklich Anlaufmarker waren, hat man diese hier. Ne? Nimmt man das Ganze etwas steiler von unten, dann nimmt man das Tief und zieht das ein bisschen hier so drüber. Ähm, aber nichts wie zu, nichtsdestotrotz, rum wie numm, wir haben hier ein äh, Dreieck, das sich hier an dieser Stelle bildet, das nach einem starken Abwärtsrutsch gekommen ist. Und damit haben wir schon ähm, auch die Gefahr, dass es weiter nach unten geht. Wir haben aber auch die Chance, dass es nach oben geht. Also das ist hier so ein bisschen... 50-50, worauf ich jetzt schauen würde, ist ganz einfach, wenn ich es kurzfristig angehen möchte, ja, möchte ich drauf schauen oder würde ich drauf schauen, was passiert denn jetzt hier? An diesen Seiten, also oben drüber oder unten drunter. Wenn wir oben drüber laufen, ist der erste Anlaufpunkt mal hier oben die Marke von 24,50. Das war hier drüben in der Historie. Ich ziehe mal kurz dieses äh, Rechteck ein bisschen weiter rüber. Das war immer ein wichtiges Anlauflevel. Da hat der Markt immer wieder, sage ich mal, drum gedreht ähm, und ist kurz drüber oder kurz drunter gelaufen. Da sind wir jetzt sozusagen. Genau dort oben wieder reingelaufen und jetzt war es halt wieder das Widerstandsdevel. Und dieses Widerstandsdevel haben wir hier oben, die 2450. Da wird es dann interessant. Also, wenn der Ausbruch aus dem Dreieck tatsächlich kommt. Und wir nicht abprallen, sondern drüber laufen, ja, dann wäre der nächste Drehpunkt, den wir hier auf der Oberseite mal sehen, ähm, hier dieser, dieser Verkaufsbereich, dieser Bruchbereich um die 24,85. Ja, das wäre mal ein, ein Marker nach oben. Das sieht man äh, ein bisschen besser, wenn man sich das Ganze mal in der kleineren Zeiteinheit anschaut, hier ähm, aus diesem Bereich raus. Das war halt hier, naja. Ein, ein wichtigeres Verkaufslevel hier oben, also dieser Bereich um die 24, 88 bis hier oben rein. Ähm, 24, 95, 96, dieser, dieser Schwungbereich hier ähm, an dieser Stelle, da sehen wir auch, da ist der Markt drunter gerutscht. Man sieht es hier ein bisschen schlecht hier. Ich hoffe, man kann es erkennen. warte ich drehe mich mal kurz ein Stückchen rüber. Ähm, es ist leider ein bisschen klein. Also, das, was wir hier sehen, hier sind wir sozusagen drunter gerutscht. Im Kleinen, ja, nochmal hoch. Und dann deutlich runtergerutscht. Und das ist jetzt so ein bisschen das, was wir hier ähm, an dieser Stelle sehen, in diesem Marktverlauf. Das ist äh, dann vielleicht ein Anlaufpunkt. Aber man sieht halt schon, diese Dynamik war so extrem äh, stark nach unten, dass es schwierig ist, das Ganze entsprechend hier zu sehen. Hoppala, das war der falsche Knopf an dieser Stelle. Also man merkt schon, die Oberseite ist schwierig zu sehen, weil die erratische Bewegung so stark war, was ich aus meiner Erfahrung heraus eher vermuten würde, ist, dass wir hier tatsächlich eine Konsolidierung sehen, die bei gewisser Nachrichtenlage eher den Weg nach unten bringt. Und da müssen wir uns eher dann damit beschäftigen, dass die Unterseite interessanter wird und dann hier der Ausbruch unten rein hier auf das Zwischentief ganz grob um die 23,55 drauflaufen, beziehungsweise hier das Zwischenloh um die Marke von 23,77. Aber es wird sich, wie schon gesagt, alles hier an dieser Stelle entscheiden und wir sehen halt momentan, was der Markt hier unten macht. Da muss ich hier nochmal kurz rangehen. Das ist so ein bisschen. Die Lesweise am Ende eines Dreiecks, wo es wirklich hin und her geht, ähm, dann sehen wir auf der Oberseite haben wir immer wieder diese Abverkäufe. Ne? Das ist halt diese diese Tendenzlinie, die Tendenz geht eher nach unten. Ne? Drangelaufen, ab, drangelaufen, runter, gelaufen, runter, nochmal rangelaufen, wieder runter. Jetzt laufen wir wieder hoch. Und das ist jetzt das, was ich gerade auch gesagt habe, äh, wo man sich das äh, mal im Detail anschauen muss. Ich gehe jetzt mal hier so ein bisschen fachlich in die Tiefe. Ja, ich hoffe, äh, das wird hier nicht zu langweilig für meine Zuschauer. Aber was ich hier möchte, ist einfach die Situation beurteilen, in der wir hier momentan sind. Und die momentane Situation ist halt, ähm, dass wir auch in diesem ganz kleinen Bild, was wir momentan haben, weil wir halt so... So ganz wenige sozusagen nur Bewegungspunkte haben hier an dieser Stelle, ähm, ist der Fakt hier, schaut es euch an, wir sind hier in die Situation, dass wir an der, also der fallenden Trendlinie abprallen ähm, und wir immer wieder Verkäufe reinbekommen. Das ist halt das, wo ich sage, das sieht so ein bisschen short aus, ja, aber so eine richtige Entscheidung kann man noch nicht treffen. Aber. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal im 5-Minuten-Chart anschauen wollen, dann sehen wir halt, dass das Kleine hier, das ist das, was nach unten trendet. Und da gehen wir gerade ähm, ordentlich in die Korrektur rein. Und da wird es jetzt natürlich interessant, wenn wir hier oben wieder abprallen, ist das ganz klar ein Zeichen davon, dass der Markt tatsächlich lieber in die Schwäche trendiert und dann von oben raus eher die Unterseite abnehmen. Und diejenigen, die das ganz im kurzfristigen Bild schauen wollen, die machen es halt so, wie das der Heiko gestern auch gesagt hat, die schauen sich den Verlauf oben an, an dieser fallenden Trendlinie. Und wenn wir da dann plötzlich wieder Schwäche reinbekommen, dann ist das eher die Tendenz zur Unterseite hin. Und wir sehen im 5-Minuten-Chart auch schöne äh, Punkte, wo wir uns orientieren können. Nämlich, das wäre einmal hier dieses grobe Ausbruchslevel um die 24, 28, 29 in etwa. Und dann unten drunter hier die Anlaufpunkte. Hier 24, 23, hier unten dieses kleine Tief bei 24, 21 in etwa. Dann hier an dieser Stelle dieses Zwischentief um die 24, 18 in etwa. Und dann hier an dieser Stelle unten drauf hier das kleine Zwischentief. Also da sind schon ein paar interessante Anlaufpunkte, die durchaus relevant sein können. Jetzt bleibt sie auch hier oben liegen. Na, der will das nicht. Egal. Also, ich meine diesen Bereich hier unten. Ähm, das sind die Anlaufpunkte. Und da wird es wirklich interessant zu sein. Sollten wir die Schwäche wieder reinbekommen, das wäre dann die Umkehr zur Unterseite her. Konform mit dem, was wir hier haben am Ende vom Dreieck, fliegen wir hier oben drüber. Dann wird es interessant zu sehen. Muss man sehen, gibt es nochmal einen Test dieser Linie? Und wenn der besteht und nach oben geht, das ist dann eher die Orientierung zur Oberseite. Wird der abverkauft, dann kommt analog wieder genau das rein, was ich hier gesagt habe. Da haben wir dann die Schwäche drin zu sehen. Und das wird dann das Interessante. Hier der Blick in Silber. Und damit schaue ich noch auf den Euro-Austral-Dollar. Und wenn wir das gemacht haben. Dann schauen wir mal noch auf den ein oder anderen Index. Wir haben ja hier bei Tickmill ein paar zur Verfügung. Und ich mache jetzt einfach mal hier in die Runde rein. Äh, die Zuschauer, bitte einfach mal posten, welchen Index soll ich denn prioritätsmäßig zuerst mit besprechen. Ne? Wir haben ja hier DAX, wir haben DAO, wir haben S&P 500, wir haben den Nasdaq. Wir haben aber auch äh, Indizes in Europa, Italien, Frankreich. Wir haben die Schweiz, wir haben, den, äh, wir haben den Nikkei. Also wir haben eine ganze Menge hier. Einfach mal in die Runde reingefragt. Was wollt ihr sehen? Das wähle ich dann entsprechend gerne auch mit aus. Jetzt allerdings der Blick in das Währungspaar Euro-Austral-Dollar. Haben wir hier entsprechend, ähm, ja. Auch wieder mal ein megamäßig zappeliger Markt an dieser Stelle. Wieder mal die gigantische Seitwärtsphase hier unten. Na, kurz oben angelupft, dann wieder komplett abverkauft. Wie schon gesagt, das hatte ich vorhin schon erwähnt. Das ist momentan etwas, das haben wir an den Währungsmärkten momentan sehr, sehr stark. Äh, an dieser Stelle, wir haben hier schon das erste Voting für den NASDAQ. Bitte, na, dann gucken wir uns den NASDAQ an. Wer noch NASDAQ will, einfach mal reinpacken. Das passt, äh, da kriegen wir hin. Das ist schön zu sehen. Also, hier der Blick in Euro-Australien, der Tageschart, wie schon gesagt, ähm, sind wir wieder unten angekommen, am unteren Ende der Range. Und wir haben gestern, Moment, ich mache es mal noch ein bisschen größer, eine sehr, sehr schöne Umkehrkerze bekommen. Das ist das Thema Aprall. Ja, aber. Das ist wieder so crazy, immer wieder. Äh, wo drehen wir wieder rum am ersten Verkaufsbereich? Ja, das ist einfach äh, immer wieder so zu sehen. Ähm, wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen wollen zum Thema... Geht es jetzt wieder runter, unten drunter, unter die entsprechenden Unterstützung oder haben wir doch die Chance der Ausweitung? Schaue ich mir jetzt mit Ihnen gemeinsam den Abwärtstrend hier an und den sehen wir schön ähm, im Verlauf der vier Stunden, beziehungsweise gerne auch im Stundenchart. Ja, das ist bei beiden gut ersichtlich, äh, wo wir hier diesen schönen Abwärtsschub auch sehen und wir sehen halt, dass wir hier oben in diesem Level einen äh, Widerstandsbereich haben, wo ich diese lila Linie reingemacht habe, um die 1, 66, 1,66, 67 hier oben rum, der Drehbereich. Aber wir sehen halt hier, was wir im Kleinen haben, nämlich hier, dass der Markt so schön nach unten trendet. Und hier sind wir jetzt quasi über diesen Trendbereich drüber gelaufen. Also das, was wir hier äh, nach unten hin gesehen haben, hier, ich gehe mal kurz in das letzte, in den letzten Schub unten rein, hier. Das war das letzte. Und hier sind wir jetzt mit einer dynamischen Bewegung oben drüber gelaufen. Da haben wir jetzt noch ähm, keinen äh, sozusagen Trend, der nach oben läuft. Aber wir haben natürlich die Chance, einen zu, zu bilden. Und da ist jetzt die Verordnung hochinteressant, denn ähm, wir sehen das hier hinten drinnen. Moment, ich muss mich wieder so ein kleines bisschen zur Seite drehen. Was wir hier sehen, ist einfach dieses Level, wo wir jetzt angekommen sind. Das ist relevant. Schaut mal hier. Drauf, hochgelaufen. Dran gelaufen, hochgelaufen. So und dann gab es einen Wechsel. Hier nochmal dran gelaufen, hochgelaufen und dann hier dran gelaufen, hochgelaufen und dann unten drunter. So, jetzt hier drüber, hoch, wieder runter. Hier nochmal dran, wieder runter. Und wenn wir jetzt hier wieder den Richtungswechsel bekommen, dass wir hier nicht einfach drunter fallen, sondern hier den Aufwärtstrend bilden, dann haben wir die Chancen, in die höheren Level reinzulaufen und die Marker. Die wir da dann sehen, die können wir jetzt schon planen. Das sind einfach so grob gesagt, die Zwischenhochs, und da liegt auch einiges eng aneinander, was durchaus für einen ordentlichen Schub nach oben sorgen kann, hier oben rein, na? bis hier, ich kann das Ganze vorziehen, bis hier oben an diesem größeren Level stehen. Aber die nächsten Anlaufpunkte sind dann ganz klar mal, ähm, wenn wir hier oben über diese 1, naja, knapp 63,4 drüber laufen, also über dieses Hoch hier, wo haben wir es gehabt, das hatten wir gehabt bei 1. 63, 43 hier oben darüber, dann haben wir hier entsprechend den Aufwärtstrend. Ne? Also das, was wir jetzt hier haben, das war der erste Schub nach oben, dann entsprechend hier die Korrektur und wenn wir dann nicht einfach wieder rumdrehen, sondern tatsächlich es schaffen, nach oben reinzulaufen, ähm, dann wäre das genau der Punkt, den wir brauchen, dass sich da dann ein kleiner Aufwärtstrend bildet und der gibt uns dann die Chance, dass wir hier doch in diesem Levelbereichen, die wir hier sehen, weiter nach oben laufen und dann hier quasi uns orientieren können zur Oberseite hin. Das ist das Interessante hier, wenn wir die Long-Situation tatsächlich auch in den Märkten gespielt bekommen. Wie ich schon gesagt, das wird sich jetzt hier entscheiden. Da muss man ein bisschen sehen. Anlaufpunkte zur Unterseite gibt es auf alle Fälle auch. Das sieht man hier auch, wenn das Ganze kurzfristig traden möchte. Ähm, das Abreißszenario, die Chance nach oben weiterlaufen hat, müssen wir hier in den kleineren Zeitrahmen mal reingucken. Ja, da können wir in die 5 Minuten oder die 15 Minuten schauen. Ähm, und da sehen wir einfach, was hier gerade los ist. Also das Kleine, was hier sozusagen runtertretet, das ist die Korrektur zu dem Auflauf, den wir hier nach oben gehabt haben. Ausdehnung nach unten haben wir dann, wenn wir hier unter diesem Drehbereich drunter fallen, also hier unter die Marke von 163. Dann haben wir die Anlaufpunkte auf der Unterseite auch mit drauf. Also das, was wir hier unten dann sehen können, wären dann quasi hier erst einmal hier dieses größere Ausbruchlevel um die knapp 06277 und dann die Lows, die wir hier haben. Und da haben wir hier auch wieder ein doppelt angetestetes Level um die Marke von 162 knapp 23. Das ist die Unterseite, die wir hier sehen. Bleibt es aber dabei, dass der Markt stark bleibt und wie schon gesagt oben drüber läuft, da, das wäre das Long-Szenario hier für oben drüber, das hier oben, da dieses Level über die äh, 0,63, 44 drüber, das wäre die Long-Tendenz und das wäre halt das, was genau hier in dieses Bild reinspielt, hier oben drüber, dann haben wir den Aufwärtstrend und der könnte das Ganze dann nach oben forttreiben. Hier, wie schon gesagt, ein paar kleinere Level haben wir hier und das größere Level, das wäre dann auch das, was interessant ist auf dieser Seite hier. Dieser Verkaufsbereich, genau dort liegt das drinne oben, die 1,65. Da ist noch ein weiterer Bereich, den wir durchaus auf der Uhr mit haben können. So, und damit nehmen wir jetzt die letzten Minuten für den heutigen Tag und schauen mal hier noch den Blick in äh, DAX und NASDAQ rein. <laughs> den DAX haben wir hier. Äh, der DAX sieht momentan äh, kurzfristig ein bisschen angeschlagen aus. Sehen wir hier ganz klar, die erste Euphorie nach dem Impfstoff ist mittlerweile verflogen hier im DAX. Und jetzt müssen wir einfach mal schauen, wie die Entwicklung weitergeht. Denn wir sehen hier, der DAX ist schon an einer sehr, sehr wichtigen charttechnischen Stelle wieder rumgedreht. Und daran sehen wir, dass es schon gar nicht so leicht ist, sich hier für eine Richtung zu entscheiden. Und zwar hier, wenn wir uns das mal ganz kurz einblenden lassen wollen, mal der Trendverlauf. Das, was wir hier sehen, ist. Der Wochenchart und hier ist mal der untergeordnete Trendverlauf des Tages. Und da sehen wir ganz klar, wir sind hier momentan deutlich trendig auf Tagesbasis nach unten gelaufen ähm, und jetzt den Weg nach oben hingegangen. Wir sind kurz drüber gelupft über die Marke von 13.200 Punkten. Ne? Das war dieses Verkaufslevel hier oben. Das war ein sehr, sehr wichtiges Level. Jetzt kommt es halt darauf an, dass wir hier die Chance haben, weiter oben reinzulaufen. Das schauen wir uns mal kurz auf Tagesbasis an, wie es hier ausschaut. Ne? Und hier sehen wir halt. Dieser Trend, der hier nach unten gelaufen ist, ich skizziere das mal ganz kurz mit äh, dem Marker hier. Schaut mal hier. Das war die erste Bewegung, die Korrektur, die Trendentstehung, die Bewegung, äh, die Korrektur und dann hier der letzte Schub. Und das ist allesamt rausgenommen worden durch diese Impfstoffmeldung. Zack. Ja. Da gab es also das sozusagen. Das war der Wahlausgang in den USA. Da ging es nach oben und diese Kerze, diese hier mit diesem, mit diesem, äh, mit dieser langen, äh, mit diesem, mit diesem, mit dieser langen, ähm, äh, mit diesem langen Schatten oben drauf, ja. Das ist das Unsicherheitszeichen. Und da sehen wir momentan, dass wir in diesem Marktbereich schwanken. Ja? Das heißt, wir sind hier oben mal drüber gelaufen, haben diesen Trendbereich hier drüben rausgenommen, dieses Trendhoch, aber noch keine Entscheidung getroffen, wie es weitergeht. Und wer sich das Ganze jetzt mal anschauen möchte, der muss ganz einfach sagen: Okay, welche Level sind denn jetzt hier wichtig? Und die Level, die hier wichtig sind, sind zum einen natürlich dieses Zwischenhoch hier um die Marke von 13.300. Das wäre das erste. Das Zweite, was hier wichtig ist, ist das Zwischentief, was wir hier unten drunter gehabt haben, ganz grob um die Marke von unter etwas unter 12.900 Punkten. Das heißt, das Tagestief, was wir hier hatten, hatten wir liegen bei 12.870 Zählern. Das mache ich ganz kurz mal hier über die Zahleneingabe, damit wir es sauber drinne liegen haben. So, da brauchen wir die 70, Zack, haben wir es da. Das ist das Level, was zur Unterseite wichtig ist und dann, wie schon gesagt, hier oben. Das ist jetzt das Kurzfristige, das schauen wir uns gleich auch mal an hier, dieser Bereich ganz grob oben um die 13.250 Punkte. Das ist wichtig und wichtig, weil ähm, das ist der Schwankungsbereich, den wir hier momentan haben. Wir verharren momentan, ich gehe nochmal kurz zurück in den Tageschart, wir verharren momentan in diesem Schwankungsbereich. Ne? Die Korrektur unten rein, hier sozusagen dieser Schatten oben drauf. In dem Bereich bewegen wir uns momentan irgendwo. Wenn der deutlich abverkauft wird, dann sollten wir uns eher darauf orientieren, dass wir erstmal wieder hier unter die 12.600-Punkte-Marke Richtung 12.500, 12.520 hier unten fallen. Das ist charttechnisch zumindest drinnen. Ne? Aber. Soweit ist es momentan noch nicht. Wir haben durchaus die Chance, auch nach oben zu laufen. Wir sehen es halt hier. Das, was wir hier nach oben gehabt haben, hat noch keinen Gegentrend. Der Gegentrend entsteht, entsteht erst, wenn wir hier unter die von mir eingezeichnete Linie bei 12.870 fallen. Dann erst haben wir den Gegentrend, solange wir den noch nicht haben, ja, sind wir hier im Aufwärtstrend verortet und das ist jetzt die gute Nachricht, dass wir durchaus auch die Chance haben, nach oben zu laufen. Ne? Also hier schaut mal hier. Das war sozusagen der letzte Lauf. Das ist jetzt alles, was wir hier sehen, ist Korrektur und die Chance, die wir hier jetzt haben, ist, dass wir irgendwo hier unten umdrehen, kein tieferes Tief machen und dann nach oben durchdrehen. Das ist die positive Chance, die wir haben für die Long Seite in dieses positive Impfstoffszenario mit reinzulaufen. Wie schon gesagt, die Unterseite wäre dann der Punkt, dass wir hier rausfallen unten durch ja, und dann müssen wir uns zur Unterseite wirklich orientieren. Und das ist das, was ich gerade auch gesagt hatte. Da haben wir doch deutlich Luft zur Unterseite rein. Und die Luft zur Unterseite, die spiegelt sich halt relativ deutlich wieder an den Stellen, dass wir sehen, wo wir durch diese hohe Dynamik einfach diese tieferen Korrekturlevel gehabt haben. Na, und das sind dann halt ganz klar mal die Marken hier unten rein, dieses Ausbruchslevel hier als es dann wirklich sehr stark dynamisch reingegangen ist, beziehungsweise hier diese Initialzündung um die 12.775 äh, und um die 12.590 und danach, tja, dann haben wir schon die Swinglos da aus dem Aufwärtstrend hier an dieser Stelle ähm, und das haben wir hier das nächste, um die Marke von 12.300 Meier. 77, 78 Punkte. Das ist das im DAX. Das ist das kurzfristige Anlauflevel, was wir hier haben. Das kann natürlich deutlich noch nach unten ausgedehnt werden, aber erstmal müssen wir sehen, was hier los ist. Sollten wir tatsächlich äh, heute am Freitag ein bisschen Positives sehen. Für die kurzfristigen Trader wird es dann interessant, wenn wir uns mal den letzten Schub hier nach unten anschauen, also dieses hier sozusagen, den Weg nach unten äh, innerhalb dieser Seitwärtsbewegung. Da haben wir hier ein Zwischentief. Hier haben wir einen leicht nach unten trendenden Markt. Schauen wir uns mal kurz im 15 minuten chart an ne? und hier sehen wir jetzt halt dass dieser <laughs> nach unten gerichtete trend an dieser stelle also das was wir hier haben dass wir hier jetzt drüber gegangen sind und wenn wir hier über dieses zwischenhoch drüber laufen über ähm, diese marke hier von 13.000 was haben wir da oben im hoch gehabt 13.000 moment ich es euch gleich 13.039 punkte ne? nehme ich mal kurz oben drüber kurzen augenblick so einmal mitkommen bitte zack hier 13.039, wenn wir da oben drüber laufen, dann haben wir, so wie jetzt, Moment, da sehen wir es gleich mal live dabei. Das ist das Schöne, da sehen wir, wie dieses Tool auch funktioniert. Jetzt haben wir hier einen Aufwärtstrend und dieser Aufwärtstrend, der hat natürlich die Chance, jetzt ein Stück weit oben drüber zu laufen und zwar in die alten Level oben rein, in diese Korrekturlevel, die wir gehabt haben an dieser Stelle und da haben wir hier die Anlaufmarke hier. Ganz klar hier dieses Drehlevel oben um die 13.080 Punkte Marke. Und dann hier oben, ne? dieser Bereich, dieser Drehbereich oben, die Marke um die 13.165 Punkte. Das sind mal Anlaufpunkte auf der Oberseite, die durchaus relevant werden können. Jetzt wird es halt wichtig zu sehen, ob wir wirklich Stärke reinbekommen und der Markt schön nach oben dreht oder eher nicht. Und damit machen wir mal noch den Schwung in den NASDAQ rein. Das als Wunschmarkt hier an dieser Stelle auch mit und dem nasdaq äh, ja haben wir gestern eigentlich einen relativ schönen tag gesehen äh, an dieser stelle warum eigentlich einen relativ schönen tag der nasdaq war ja die ganzen letzten tage äh, deutlich schwächer als die anderen Indizes, ne? wenn man sich das mal kurz auf einem Bild vorausschaut oder anschauen möchte, der S&P 500, ähm, hier, wenn man das mal sieht, da ja, ist ähm, nach oben gelaufen, ähm, der Dow an dieser Stelle na, ist ja auch nach oben gelaufen, ähm, der hatte gestern halt einen starken Korrekturtag, der SP 500 hatte auch einen starken Korrekturtag hier an dieser Stelle, hier nach unten gesehen. Und wenn wir das jetzt mal ähm, daran sehen, da sehen wir, ähm, dass wir da schon anders unterwegs sind mittlerweile wieder im NASDAQ, dass diese Outperformance oder diese Underperformance momentan durchaus eine Chance hat, wieder aufgeholt zu werden. Und das ist jetzt das Interessante hier an dieser Stelle, äh, wenn wir uns das mal anschauen wollen, wo wir hier hingehen. Wir haben jetzt durchaus die Chance. Dass der Markt sich für die Oberseite entscheidet. Man muss halt einfach nur sehen, ähm, wo diese Entscheidungsträger liegen, wo diese Level liegen. Und da müssen wir ganz klar sagen: ähm, bevor wir mal nicht hier oben über dieses Zwischenhoch, ganz grob, wo haben wir es gehabt, bei, äh, bei 11.700, knapp 80. Äh, Solange wir da nicht drüber sind, ist diese Wackelei hier oben noch längst nicht zu Ende. Aber Wackelei hin oder her, ähm, die Chancen nach oben haben wir. Wir haben natürlich auch das Risiko nach unten, ganz klar. Und das ist halt das Schöne, was wir hier sehen können. Dieser gestrige Tag, diese Außenseiten, die sind jetzt die entscheidenden Marker. Das heißt, hier wird es jetzt wichtig, schafft es der Markt nach oben, ans Tageshoch zu laufen oder geht er eher ans Tages tief von gestern? Das ist das Erste. Und das Zweite ist. Je nachdem, wie er sich jetzt entscheidet, läuft er nach oben, wäre das positiv zu sehen, dann kommt es darauf an, kauft er das Level hier oben? Wenn ja, dann können wir uns schön zur Oberseite hier Richtung 12.400 Punkte Marke orientieren. Verkauft das aber ab, haben wir weiterhin diese Seitwärtswackelei und dann müssen wir eher schauen, was passiert am heutigen Tagestief. Beziehungsweise, was macht denn der Nasdaq, wenn er hier unten das Low entsprechend triggert? Und das sind die entscheidenden Marker. Und das können wir schön auch mal so ein bisschen äh, in der Stunde sehen, was der Markt hier entsprechend macht. Und hier sehen wir sozusagen den Aufwärtslauf, ne? dann hier unten dieses Anlupfen von diesem Zwischentief unten drinnen. Ähm, und dann schon wieder dieses Hochgehen. Und das sehen wir. Das ist die Schwankungsbreite, die wir momentan haben. Und wenn wir uns dieses Ganze mal etwas zusammenraffen, dann sehen wir es halt schon eher Aufwärtstendenzen da. Ne? Und hier unten schon die Chance einer Doppelbodenbildung. Ja? Das ist wirklich sehr, sehr interessant, äh, was wir hier sehen. Und wir sehen halt auch, wenn wir tatsächlich es schaffen, hier oben über die 11.980 drüber zu schieben, dass wir dann uns weiter nach oben orientieren können. Und wie schon gesagt, Anlaufpunkte hier oben. Dieser große Drehbereich um die 12.250-Punkte-Marke. Ja, und dann dieses, sag ich mal, Level hier. Das sind so diese, sag ich mal, unsauberen Drehlevel, die wir hier drüben haben. Der Bereich hat natürlich Marktbeachtung gefunden. Erst wollte er nicht richtig drunter und dann kam er mit Schmackes drunter. Das heißt, hier sind viele, viele Orders geflossen. Hier ist viel, viel Geld von rechts nach links gelaufen. Und das ist dann natürlich auch immer wieder ein Level, was wir auf dem Weg nach oben haben. Hier ganz knapp die Marke von um die 12.085 Punkte im NASDAQ. Das ist die Oberseite mit ein paar planbaren Anlaufpunkten wenn wir den Bruch oben drüber schaffen. Die Unterseite gibt uns auch ein paar Anlaufmarker, möchte ich an dieser Stelle auch nicht missen, das zu sagen, hier unten, na, dieses Verharren unter diesem Wechselbereich, knapp die 11.715 Punkte Marke, na, das ist hier so eine schöne Art hoher Flagge nach dieser starken Aufwärtsbewegung und dann unten das Zwischenlow um die 11.600, falls der Markt tatsächlich in die Schwäche reingeht und wenn er das tut... Na, dann haben wir auch das, was ich immer wieder ansage, wenn wir jetzt hier nicht sozusagen das Bild äh, fortschreiben, was wir hier momentan haben, dass der Markt hier diesen kleinen Aufwärtstrend nach oben dann fortsetzt, sondern entsprechend äh, ja, nach unten rumdreht. Das ist dann eher wieder eingefärbt in die rote Richtung. Das wäre dann das. Und wenn das tatsächlich passiert, dann haben wir hier entsprechend den Abwärtstrend. Und dann ist das gegeben, was wir hier zur Unterseite entsprechend sehen. Das, wie schon gesagt, der Blick in den NASDAQ. So, schauen wir mal. Weitere Fragen haben wir jetzt nicht. Auch auf Zoom nicht. Auf Facebook nicht. Dann sage ich allen hier. Einen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir haben heute noch WOT. Wer mag, einfach mal auf der Online-Plattform entsprechend nachschauen. Die Elena betreut den Messestand. Also wer Fragen zu Tickmill hat, Fragen zu den Konditionen bei Tickmill hat, Fragen ähm, ähm, zum äh, Umgang mit Tickmill, zum Traden bei Tickmill, wie man ein Konto eröffnet, gerne mal auf der Messe vorbeischauen, auf der World of Trading Messe. Die Elena steht zur Verfügung und beantwortet sehr, sehr gern alle Fragen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Auch Freude über die vielen neuen Zuschauer an dieser Stelle. Tja, und bis nächste Woche Montag, 8.30 Uhr, schauen wir wieder in die Zahlen, in die Charts nach interessanten Handelsideen. Ja, ich sage, schönes Wochenende schon mal, einen guten, erfolgreichen Trading Freitag und bis Montag dann zur Live-Besprechung der Märkte. Ich freue mich drauf. Tschüss.